Ganz herzlich willkommen heute zur vierten Folge von Read and Talk. Mein Name ist Aline von Draht und ich freue mich heute ganz besonders hier, Sie begrüßen zu dürfen im Namen der Penguin Random House Verlagsgruppe. Und wir stellen Ihnen heute ein ganz besonderes Buch vor. Denn es ist weder ein Roman, noch ist es ein Krimi. Es ist ein Kochbuch. Und geschrieben hat es Mengting Gao zusammen mit ihrer Freundin und Geschäftspartnerin Verena Huberts. Und die beiden sind gar keine Köchinnen, sondern sie sind zwei sehr kluge Geschäftsfrauen, die im Jahre 2014 ein Unternehmen gegründet haben, namens Kitchen Stories. Und die gleichnamige App ist mittlerweile irre erfolgreich. Von diesem Projekt wird sie uns jetzt erzählen und natürlich von dem dazugehörigen Kochbuch. Mengting Gao ist da. Das ist ihr Buch und sie hat auch noch jemanden mitgebracht heute, und zwar ihren Haus- und Hofkoch Christian Ruß. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo. Ja, Mengting, hallo. ich hoffe, Vielen du kannst Dank. mich gut hören. Ja, alles gut. Wir sind Erzähl ja doch mal heute. den wenigen. Nur zu, wir haben ein bisschen Delay, aber du bist dran. Sehr gut. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für diese wunderbare Einleitung. Und wir freuen uns natürlich sehr, heute mit dabei sein zu dürfen. Christian und ich hier. Und wir werden heute ein bisschen was kochen und unser neuestes Kochbuch vorstellen. Denn wie du ja auch schon erzählt hast, Verena und ich haben es zwar nicht selbst geschrieben, wir sind nicht die Köche, aber wir haben ein ganz wundervolles Team voller sehr erfahrener Köche und Food-Editoren, die mit ganz viel Liebe dieses Buch zusammengestellt haben, mit 75 Rezepten absolut für den Alltag geeignet. Ja, und das ist auch das, wofür wir bei Kitchen Stories stehen, denn wir sagen, jeder kann kochen und wir wollen den Menschen da draußen helfen, wirklich täglich neue, leckere Gerichte zu hinzubekommen, und das geht auch ganz einfach und muss gar nicht kompliziert sein. So sieht's aus. Liebe Mengting, für die wenigen Zuschauer, die Kitchen Stories noch nicht kennen sollten, kannst du ganz kurz erklären, was das ist, Kitchen Stories? Ja. Kitchen Stories selbst ist eine Kochplattform, die Menschen dabei unterstützen sollen zu kochen. Das heißt, wir haben eine große Bandbreite an alltäglichen Rezepten, die man wirklich auch unter der Woche gut kochen kann, von wirklich Abendessen, die man in 5 Zutaten schnell zusammenwerfen kann, bis hin aber auch zu ausgefallenen Desserts, manchmal wieder irgendwie was Tolles sein soll. Und das Ganze kann man erreichen über unsere Kitchen Stories App, die man in jeglichen App Store sich runterladen kann oder aber auch über unsere Website. Und das Ganze machen wir schon seit 2013, und können heute Millionen von Menschen tatsächlich jeden Monat dazu begeistern, mit uns zu kochen. Und ja, ich würde sagen, wer es noch nicht kennt, auf jeden Fall einfach mal ausprobieren. Wenn man mal wieder auf der Suche ist nach was Leckerem, dann gerne mal bei uns vorbeischauen. Ich finde es total faszinierend, Mengting, denn vor jedem Buch gibt es ja immer erstmal eine Geschichte, und bei dir sind es halt diese Kitchen Stories. Und wie ich schon sagte, das ist irre erfolgreich. 20 Millionen Downloads erreicht ihr mit dieser App, und jetzt geht es also um dieses Kochbuch. Ich weiß nicht genau, ob davon 20 Millionen verkauft werden, aber hoffentlich ein paar, denn es ist ein ganz tolles Buch. Trotzdem musst du mir vorweg mal erklären, wie kam es denn jetzt zu der Idee, nach dieser irrsinnig erfolgreichen App, die sehr viele Leute nutzen, jetzt dieses Hardcover-Buch zu machen? Ist das nicht so ein bisschen, als würde man die Vorspeise nach dem Hauptgang servieren? Ja, also tatsächlich haben wir lange überlegt, ob wir irgendwann mal ein Kochbuch verlegen, denn wir haben ja diese wunderbaren Rezepte, wir haben eine sehr starke visuelle Bildsprache, wir haben aber digital gestartet, weil vor allem zum Beispiel für uns das Thema Video extrem wichtig war, um Leuten irgendwie so Appetit zu machen, Lust, das zu kochen und das auch einfach alles ganz einfach zu erklären und eben auch Schritt für Schritt wirklich jedes Rezept aufzubereiten. Und jetzt waren wir aber an so einem Punkt, wo wir so gedacht haben, wie kann es denn eigentlich weitergehen? Und gemeinsam mit Penguin zusammen haben wir einfach dieses wunderbare Kochbuch entworfen. Und für uns ist es einfach ein weiteres Element, und vor allem etwas sehr Anfassbares, was sich nun unsere Kunden auch tatsächlich
zu Hause auf dem Couchtisch hinstellen können, in der Küche mal durchblättern können, sich mal Notizen machen können. Und wir sind da überhaupt gar nicht dogmatisch unterwegs. Ich glaube, wir wissen alle, Kochinspiration kommt von überall her. Und dieses Kochbuch ist nur eine weitere Möglichkeit, tatsächlich sich zu inspirieren. Und wir verleiten auch tatsächlich immer wieder zurück auf unsere Plattform. Das heißt, wenn man sich mal ein passendes Video anschauen will, dann kann man das ganz einfach zum Beispiel per QR-Code machen. Wir freuen uns aber auch, wenn sich unsere Kunden tatsächlich ihre eigenen Notizen ein bisschen machen, ein paar Eselsohren reinmachen. Das ist ja genau das, was auch zu einem Kochbuch gehört. Und natürlich ist auch unsere große Hoffnung, tatsächlich neue Menschen zu begeistern, die wir vielleicht heute mit unserem digitalen Angebot noch nicht erreicht haben. Und die finden uns vielleicht zuerst übers Kochbuch. Willkommen sind auf alle Fälle auch Fragen. Wir wollen das hier heute Abend sehr interaktiv gestalten. Das heißt, klinken Sie sich gerne ein. Die Technik macht es ja möglich. Sie können einfach uns Fragen stellen über die Chat-Funktion. Die finden Sie unten an Ihrem Bildschirm. Gehen Sie drauf, können Ihren Namen eintragen, wenn Sie das wollen. Da würden wir uns freuen. Oder aber nur Ihre Frage stellen. Die wird dann hier live beantwortet. Und wenn Sie uns über Facebook oder YouTube zuschauen, dann benutzen Sie einfach die Kommentarfunktion. Das haben wir heute alles definitiv im Blick. Liebe Menting, dann stelle ich jetzt mal die erste Frage. Anyone can cook heißt dein Buch. Ich zeige es gerne noch einmal. Ich wundere mich aber schon so ein bisschen, dass du jetzt deinen Koch mitgebracht hast. Sag mir nicht, dass du nicht kochen kannst. Warum heißt das Buch so? Beziehungsweise warum hast du den Christian bei dir? Ja, tatsächlich. Doch, ich würde schon behaupten, ich kann ganz gut kochen. Tue es vielleicht nicht ganz so häufig, wie ich gerne würde, da die Arbeit mich doch auch relativ vereinnahmt. Aber heute habe ich Christian natürlich bei uns, weil insbesondere ich jetzt für Kitchen Stories schon seit langer Zeit nicht mehr vor der Kamera stehe, sondern natürlich eher meine Rolle weit dahinter habe. Und Christian ist einer unserer Köche, die tatsächlich tagtäglich weiterhin Rezepte entwickeln, Rezepte testen, vor der Kamera stehen, mit unserer Community auch in Kontakt ist und unter anderem eben heute auch diese wunderbare Orecchiette mitgebracht hat, die er uns zeigen wird, die er fürs Kochbuch entwickelt hat. Und dementsprechend wollte ich natürlich hier den Originalkoch das Handwerk überlassen. Genau, und aufgrund der aktuellen Bedingungen ist es so, dass wir so ein kleines bisschen natürlich auch auf Abstand gehen müssen. Das heißt, ich darf heute leider nicht mithelfen, sonst würde ich sehr gerne mithelfen. Aber glücklicherweise darf ich ja probieren, das ist ja was zählt. Ich finde es ganz herrlich, Menting, dass wir beide hier quatschen können über dein tolles Buch, während ein Mann für uns kocht. Ich hoffe, ich kriege später was ab. Wenn ihr dann die Küche verlassen habt, dann komme ich mit meinem Mundschutz und esse die Requisiten auf. Ja, erzähl doch mal, Christian, was kochst du uns heute? Ich habe schon gehört, Nudeln? Genau, also wir machen Orecchiette, also es ist eine Pasta. Und natürlich, was jetzt schön in die Winterzeit passt, was mit Gorgonzola und Radicchio. Radicchio ist so ein Bittersalat. Das rundet dieses ganze Gericht ein bisschen ab. Es kommt ein bisschen Süße rein, ein bisschen salzig wird's. Also es wird eine schöne, runde Sache, wie wir so schön sagen, Umami. Ja, und da können wir eigentlich mal starten. Und ich fange einfach mal ein bisschen nebenbei an zu kochen. Und ja, dann reden wir einfach ein bisschen weiter. Ja. Ich bin insbesondere gespannt, denn ich habe letztens erst sehr richtig. Ja, ich habe gesagt, ich bin auch schon ganz gespannt, weil ich letztens erst hier bekannt gegeben habe, dass ich eigentlich gar keinen Blauschimmelkäse esse. Und Christian möchte mich heute vom absoluten Gegenteil überzeugen. Eigentlich esse ich wirklich alles, aber das ist so ein Thema, das verfolgt mich schon einige Jahre. Also werden wir mal sehen, wie das heute wird. Ich bin auch ganz gespannt. Ja, ich esse. Ich werde mir Mühe geben. Ist halt auch die Chefin, ne? Ein Bewerbungsgericht wird das jetzt hier. Ja. Keine Sorge. Aber Mengting, dieses Gericht ist auch zu finden in eurem Kochbuch. Das heißt, du kennst das Gericht noch gar nicht? Doch, das Gericht selbst kenne ich. Ich habe es auch hier, wer schon mal so ein bisschen das Fertige, worauf wir uns alle schon freuen können, mal sehen möchte. Es sieht ganz wunderbar aus. Ich kenne das Gericht aus dem Buch, habe es selbst aber noch nicht gegessen. Ich war bei den meisten Shoot-Tagen von dem Buch tatsächlich auch hier vor Ort und durfte viel probieren. Viel heißt aber tatsächlich nicht jedes dieser 75 Gerichte. Das wäre dann vielleicht doch etwas zu viel des Guten gewesen. Aber ein Vorteil natürlich hier bei uns im Office ist, dass es immer gutes Essen gibt. Das heißt, alle Nase lang
kommt ein wunderbares Gericht vorbei zum Probieren. Beim Blauschimmelkäse, wie gesagt, habe ich mich bisher eher zurückgehalten, was das angeht. Das Gute ist halt bei uns, dass wir alle... Deine App ja war... Entschuldige? Alles gut. Das Gute ist halt bei uns hier, dass wir alle wirklich gerne essen und halt wirklich gerne kochen. Und ich glaube, das merkt man auch in den Gerichten. Ja, man sieht es euch zumindest nicht an. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber ihr seht sehr glücklich aus. Wir haben schon eine erste Frage, und zwar von Nele Boos, die eine sehr gute Frage hat, finde ich. Offenbar kennt sie deine App sehr gut, die Kitchen Stories, und fragt jetzt, ob das Buch Anyone Can Cook, ob dieses Buch den Geist eurer App widerspiegeln kann. Erzähl mal, wie würdest du sagen, wie ist der Geist der App? Und in der Tat, schaffst du es, das in diesem Buch zu übersetzen? Ja, also das möchte ich doch auf jeden Fall hoffen, denn ich glaube, was uns wirklich auszeichnet, ist eben nach wie vor dieses Thema, dass wir sagen, jeder kann kochen. Anyone can cook, das ist seit Tag 1 in unserer DNA, und das ist wirklich das, womit wir angefangen haben. Für uns ist es spannend, Gerichte und Rezepte zu entwickeln, die wirklich jeder gut nachkochen kann. Und was wir uns dafür überlegt haben, ist eben nicht nur das Gericht selbst, was, wie gesagt, sehr viel Probe gekocht, getestet wird, auf Herz und Nieren geprüft, damit man eben nicht so das Gefühl hat, da steht, ist in 30 Minuten fertig und nach einer Stunde stehe ich immer noch in der Küche und frage mich, wo mir der Kopf irgendwie steht. Aber das sollte natürlich auch gepaart sein mit der richtigen Aufbereitung. Und genauso wie in unserer App machen wir es im Buch auch, jedes einzelne Rezept kommt mit Schritt für Schritt Bebilderung, kommt mit Schritt für Schritt auch Text tatsächlich, und viele kleine Features, die in der App extrem hilfreich sind, die wir so in einem Buch nicht abbilden können, wie beispielsweise eine Shoppinglist, die sofort integriert ist, die man direkt nutzen kann, ein Timer, den man direkt in dem Schritt anstellen kann, um die Zeit mitlaufen zu lassen. Und das sind natürlich Themen, die können wir in einem physischen Buch nicht abbilden, aber wir können viele Dinge, für die wir stehen, auf jeden Fall integrieren. Und unter anderem gehört eben dazu, dass wir weit vorne im Buch unsere ganzen Küchentipps haben. Wir erklären nochmal die Basistechniken, die man tatsächlich drauf haben sollte. Was bedeutet sowas wie Blanchieren überhaupt? Was muss ich da überhaupt tun? Wir erklären, welche Basisutensilien man eigentlich in einer guten Küche haben sollte, damit man für alles gerüstet ist. Das heißt, dieser Spirit und diese DNA ist wirklich für jeden zugänglich zu machen und trotzdem Gerichte zu haben, die man nicht vielleicht an jeder Ecke schon dreimal gesehen hat. Genau diese Kombination ist für uns halt einfach super wichtig. Und um da noch final den Bogen zu spannen, unsere Community ist natürlich das. Danke, Nele, dass du gerne unsere Plattform auch nutzt. Unsere Community ist genau das, was uns auch einzigartig macht. Und wir haben tatsächlich auch Rezepte, ausgewählte Rezepte unserer Community, auch in unserem Kochbuch integriert. Du erzählst jetzt gerade vom Blanchieren und die ganzen Schritte. Das Buch ist wahnsinnig lehrreich. Und zwar holt es einen richtig so ab. Es werden Grundschritte erklärt, ohne dass man sich vorkommt wie so ein Schüler. Es ist wahnsinnig sympathisch. Erzähl mal, wie du das geschafft hast. Denn ich habe ja eingangs schon gesagt, du hast gar keine Kochausbildung. Du bist keine Köchin. Woher hast du das ganze Wissen? Ja, also das ganze Wissen kommt natürlich insbesondere aus dem Team heraus. Und ich glaube, Verena und ich, wir betrachten uns und haben uns immer mehr so betrachtet als die Kunden unseres eigenen Produktes. Was würden wir uns denn wünschen, wenn wir ein Kochbuch in der Hand haben würden? Was würden wir uns denn wünschen, wenn wir das perfekte digitale Rezept irgendwie auch benötigen würden? Und wir haben hier ein wunderbares Team vor Ort. Wir sind insgesamt ein Team von 50, knapp über 50 hier in Berlin, die an Kitchen Stories arbeiten. Unter anderem ist ein Drittel des Teams praktisch unser Kreativteam. Das besteht aus Editoren, die beispielsweise schreiben, Rezepte entwickeln, unseren Köchen wie Christian auch, aber natürlich auch Fotografen und Videografen. Und für uns ist es super wichtig, dass jeder seine Expertise mitbringt. Und wie wundervoll es geschrieben ist und auch einfach diese Tonalität, die wir rüberbringen möchten, nämlich eben nicht einfach nur zu lernen, sondern eigentlich freundschaftlich auch zu teilen und irgendwie Erfahrungen zu teilen. Das ist eben das, wofür wir auch stehen. Und unsere Editoren können das Gott sei Dank in wunderbare Worte formulieren. Und ja, darauf setzen wir.
Es gibt auch noch kein zweites Kochbuch von dir. Ist denn das schon in Mache, so ein bisschen im Hinterkopf? Also ich glaube, das Team träumt auf jeden Fall davon, noch ein zweites zu verlegen, denn natürlich gibt es so viele Gerichte, die es nicht geschafft haben. Und dementsprechend, naja, glaube ich, werden wir das definitiv im Auge behalten. Jetzt freuen wir uns aber erstmal, dass tatsächlich Mitte März unsere englische Version auf den Markt kommt, die dann auch tatsächlich weltweit verfügbar ist. Denn unsere Plattform ist ja auch international in über 150 Ländern. Und wir freuen uns natürlich, dass endlich auch viele andere Kunden weltweit dann unsere englische Version genießen dürfen. Genau, und die englische Version heißt dann, jeder kann kochen. So ist es. Ihr habt zum Glück noch ein bisschen Zeit gehabt, die Kochbücher, die man kaufen kann von dir in der Buchhandlung Ihres Vertrauens, noch zu signieren. Also, liebe Zuschauer, ich rate Ihnen sehr, gehen Sie in die Buchhandlungen. Das muss man alles nicht online bestellen. Und wenn Sie Glück haben, dann finden Sie eins der wunderbaren Kochbücher von Meng Ting Gao und natürlich auch von Christian Huss und seinem Beitrag. Und werden hoffentlich inspiriert und verlieren die Angst vorm Kochen und vielleicht sogar auch die Angst vorm Gorgonzola. Meng Ting, ich will jetzt sehen, wie du das probierst und bin sehr gespannt auf dein strenges Urteil. Ich bin auch schon sehr gespannt. Hast du schon probiert, ob ich habe schon probiert, ja. Gorgonzola schmeckt oder? Rühr vorher einmal um und dann. Mit Löffel oder wie? Ja, natürlich. Nicht Soße gehört. Ja, aber Soße gehört jetzt mit dazu. Also, das habe ich als Kind immer gelernt, ne? Nudeln mit der Gabel, aber heute für dich. Es läuft so schlecht die Soße durch die Gabel. Ja, damit noch weniger Gorgonzola drin. Ja. Okay, also, ne, es geht hier los mit viel Radieschen. Also, wenn ihr das Rezept nachkochen wollt, wir haben das sogar auf der App. Also, es ist eines der wenigsten Rezepte, die auch in der App verfügbar sind. Also, schaut danach, kocht's nach. Auf eure Kochkünste, auf deinen Unternehmergeist, Meng Ting, auf deine Inspiration, auf deine Fantasie und dein Durchhaltevermögen. Und bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, Christian Rust, natürlich auch bei dir und bei Ihnen, liebe Zuschauer. Und hoffe, wir konnten Ihnen das Buch ein bisschen näher bringen. In diesen verrückten Zeiten, in denen wir einfach vielleicht durch gutes Kochen und durch Essen ein bisschen nah beieinander sind und zusammenrücken, was Warmes braucht der Mensch. Und da sind wir auch noch einmal bei der tollen Spendenaktion. Vielen Dank, Christian, für deine Erläuterung vorhin. Das PayPal-Konto wird vielleicht noch einmal eingeblendet. Würden wir uns wahnsinnig freuen und ich hoffe sehr, dass Sie einen schönen Abend hatten. Ich bedanke mich im Namen des Verlags und im Namen von euch und in meinem Namen, Aline von Drathel. Machen Sie es ganz gut. Wie stoßen wir an? So? Klar. Hier? So? Ich weiß nicht, wo rein, aber so. Ich... Prost! Los! Cheers und ja, vielen Dank und schönen Spenden. Wir freuen uns drauf. Genau. Ciao.